Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron. Ich bin Alex und habe heute für euch jede Menge Dice Masters. Ihr seht schon hier neben mir große Boxen, kleine Boxen im Hintergrund, jede Menge Sachen von Dice Masters, in diesem Fall Marvel Dice Masters. Da gibt es mittlerweile Dice Masters auch schon in unterschiedlichen Universen, also für fast jeden Geschmack was dabei. Wer Dice Masters jetzt nicht kennt, das ist durchaus gerechtfertigt, dass man nicht kennt, sei kurz gesagt, das Ganze ist ein Kartenwürfel-Sammelspiel, also man erhält hier mit so einer Grundbox alle Materialien sowie Grundaktionskarten, Anfang Sidekicks-Würfel hier in so einer Starterbox und dann kann man sich dazu weitere Charakterkarten und Würfel quasi dazu sammeln. Und ja, hier seht ihr mal so solche Karten, die gibt es natürlich, ja, wie auch in Bester Magic Manier in unterschiedlichen Seltenheitsgraden, also bis sehr selten und. Und so kann man die dann sammeln. Und zu diesen Karten gibt es dann noch die passenden Charakterwürfel. Und mit diesen Karten- und Würfelkombination erstellt man dann ein Team, in dem Fall hier aus dem Marvel-Universum. Und dann tritt man mit seinem Team gegen das gegnerische Team an und wer natürlich als erstes seinen Gegner auf 0 Lebenspunkte gebracht hat, hat gewonnen. Also ein Zwei-Personen-Spiel in erster Linie hier von Mike Elliott and Eric M. Lang, ist im Englischen bei WizKids erschienen und ja, dank Asmodee haben wir jetzt Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch die Möglichkeit auf eine Lokalisierung zurückzugreifen, denn bis jetzt gibt es hier Amazing Spider-Man, Avengers vs. X-Men und Age of Ultron auch in Deutsch und Französisch. Also muss man das Ganze jetzt nicht mehr irgendwie auf Englisch spielen, sondern hat jetzt hier auch die Möglichkeit, sich das auf Deutsch reinzuziehen. Und das habe ich natürlich auch zum Anlass genommen, um euch das hier mal vorzustellen. Und ja, wie schon erwähnt, habe ich hier so eine Starterbox in der Hand. Da gibt es ja immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Grundcharaktere mit jeweils 2 Würfeln. Das reicht wirklich aus, um so ein ganz kleines Team, theoretisch, wenn man so eine Box hat, 2 Charaktere gegen 2 andere Charaktere zu spielen. Aber das ist in erster Linie dann nicht das wirklich volle Spielgefühl, denn das kommt dann wirklich erst auf, wenn man sich noch mehrere von diesen Booster-Packs hier besorgt. Und da sind dann immer 2 Karten und 2 Würfel drinnen. Und wie es natürlich bei so einem Sammelspiel ist, weiß man natürlich nie, was in so einem Booster drin ist. Und man hat die Möglichkeit, dann fröhlich loszusammeln und auch zu tauschen, in sich irgendwie in die Community reinzuwerfen und da viel Spaß mitzuhaben. Das also erstmal vorneweg. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal jetzt an, wie das so aufgebaut aussieht. Und damit ihr erstmal einen Eindruck bekommt, was quatscht denn der die ganze Zeit von Würfeln und Karten, Teams und was. Das schauen wir uns jetzt also mal an und dann wird das sicherlich etwas klarer. Ja, und hier seht ihr jetzt schon mal ein Spielfeld aufgebaut. Also hier Spieler 1 und hier hinten Spieler 2, der da unterschiedliche quasi Teams pro Spieler sich ausgewählt hat, also Karte und passende Würfel dazu. Vorneweg schon mal gesagt, diese Matte hier, die man jetzt hier sieht, die ist natürlich nicht in der Grundbox dabei. Wenn ihr seht, die Box ist jetzt hier nur so groß, da passt natürlich so eine Matte nicht rein. In dieser Starterbox sind also diese sogenannten Sidekicks-Würfel da 16 Stück an der Zahl, also so, dass man auch gleich losspielen kann zu zweit, denn jeder Spieler bekommt am Anfang 8 dieser Sidekick-Würfel. Die werden uns dann mit Energie und einfachen Charakteren gleich bereitstehen. Erzähle ich gleich, was es damit auf sich hat. Und in diesem Starter-Set sind dann natürlich noch passende Karten dazu drin und Aktionskarten. Ein Regelwerk mit den grundlegenden Regeln, einer Übersicht, wie so das Spiel abläuft, also die einzelnen Phasen hier erklärt und dann auch natürlich noch so ein kleines Glossar drin, was dann so bestimmte
Worte eigentlich bedeuten. Und ja, wie schon angesprochen, diese tolle Spielmatte ist nicht dabei. Solche Spielmatten gibt es mittlerweile in unterschiedlichen, ja, Ausführungen, passend zu den jeweiligen Sets mit unterschiedlichem Artwork. In der Anleitung, naja, das wird oft beschmunzelt, ist hier so eine Kopiervorlage drin. Da kann man das schon so ein bisschen auch erkennen. Es ist, sage ich mal, ja, einfach ein netter Versuch. Da sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr dran aufhängen. Dafür wurden halt hier diese Anfangskosten relativ gering gehalten. Man kann damit spielen. Und ja, weil man hier als Würfelspiel Würfel verdeckt nachher ziehen muss aus so einem Sack, das ist jetzt hier auch ein Würfelsack aus einem anderen Spiel. Dabei ist hier auch, würde ich sagen, mehr so ein netter Versuch, der Vollständigkeit halber hier so eine, ja, gefühlte Kotz-Würfeltüte. Da wurde sich auch schon viel drüber ausgelassen. Ja, in den, zum Beispiel bei Spider-Man in den Sets sind die schon auch nett bedruckt. Da sehen sie wenigstens grafisch schön aus. Aber ja, qualitativ bleiben die letztendlich so kotztütenmäßig. Aber man kann letztendlich mit diesem Starter-Set wirklich an sich loslegen. Da sind alle Komponenten dabei. Ist dann halt nicht ganz so schön und übersichtlich, aber vom Spiel her, ja, tut das nicht zur Sache. Und ihr seht jetzt schon hier, dass wir also, wie schon angesprochen haben, ein Team aufgebaut haben in der, ja, Turniervariante oder wie man das, sag ich mal, ja, mitunter am meisten spielt, wenn man dann neben den Starter-Set auch sich weitere Booster, mehr Charaktere und mehr Würfel quasi besorgt hat. Dann spielt man also mit einem Team aus 8 Teammitgliedern, wie man hier sehen kann, 4 auf jeder Seite und jeweils ja 2 Basic Action Cards, also Aktionskarten mit Würfeln. Und auf der gegnerischen Seite sieht das dann hier genauso aus. Den groben Aufbau, also Team gegen Team, konntet ihr jetzt hier ja schon sehen. Und nun schauen wir uns doch einmal ganz kurz ein bisschen im Detail so eine, ja, Charakterkarte an. Wie ist die aufgebaut? Was sieht man da? Und auch, ja, den jeweiligen passenden Würfel dazu. Wir haben also hier einmal immer das jeweilige Artwork, den Namen des Charakters und einen Untertitel. Dabei ist immer zu beachten, diese, ja, Charaktere gibt es, wie schon angedeutet, in einem, ja, unterschiedlichen Seltenheitsgrad. Und dabei ist es halt wichtig, dass man hier Thanos in dem Fall dann auch nur einmal in seinem Team haben kann. Und ja, dann kann man allerdings aussuchen, welche Variante dieser Karte man haben möchte. Dann haben wir hier in der Ecke immer ja so ein Team-Zugehörigkeitssymbol. In dem Fall ist das hier so, ja, das Hydra-Symbol steht also für Schurke, das ist also ein Bösewicht. Darauf beziehen sich manchmal bestimmte Fähigkeiten. Und hier diese Zahl gibt die Energiekosten an, die man aufwenden muss, um ja solch einen Charakterwürfel zu kaufen. Denn wir müssen so à la Dominion hier erst einmal die Würfel kaufen, damit wir damit dann nachher auch spielen können. Also ja, bei Dominion kauft man die Karten, die man dann irgendwie in sein Deck einmischt. Hier bauen wir unser Deck aus Würfeln, also Dice Building, kann man sagen, aus Würfeln auf. Und dafür muss man, um so einen Thanos-Würfel, also hier beispielsweise zu kaufen, 7 Energie ausgeben. Und eine dieser, ja, Energie muss mindestens so eine Maskenenergie sein. Die gibt es da ja in unterschiedlichen Varianten. Hier also eine Maske. Und der Würfel ist hier unten dann mit seinen jeweiligen 6 Seiten abgebildet. Dabei handelt es sich bei diesen 3 Symbolen um den eigentlichen Charakter, der also dann Thanos auf dem Spielfeld repräsentiert. Und diesen Charakter gibt es in 1, 2, 3 Leveln, Level 1 bis 3, und der wird dann meistens ja unterschiedlich stark oder schwach. Und das bringt uns auch hier zu diesen Zahlen, die wir sehen. Denn nämlich die 7 hier bedeutet,
die Angriffsstärke. Er macht also 7 Schaden am Gegner, wenn er durchkommt oder wenn er mit jemandem kämpft, halt am Charakter. Und die Zahl hier drunter, in dem Fall die 8, gibt seinen Verteidigungswert an. Die andere Zahl hier drüben gibt an, ja, wie viel Energie muss noch bezahlt werden, um ihn dann wirklich auch, ja, sage ich mal, ins Spielfeld zu bringen, am Kampf ja, teilnehmen zu lassen. Dazu dann aber später mehr. Ja, also so sind die Karten aufgebaut und die jeweiligen Würfel. Die anderen drei ja, Seiten sind jetzt hier mit Energie versehen und zwar bei den Charakteren dann oft mit so einer Doppelenergie ihrer ja, eigenen Energiezugehörigkeit. Also hier 2 Masken und eine Seite nur mit einer Energie. Das bringt uns dann auch hier einmal kurz zu den ja, Sidekick-Würfeln, die Grundwürfel. Die Grundwürfel im Spiel. Und hier sehen wir auch schon die Energievarianten, die wir haben. Also einmal diesen Blitz, dann so ein Schild, so eine Faust und hier die Maske. Die sind, sage ich mal, diesen ja, Charaktertypen auch so ein bisschen zugeordnet. Ja, so ein bisschen hinterhältige Typen, ja, oder so, ja, wie soll ich sagen, die so irgendwie mit List-Tricks und Sachen arbeiten, so Maske oder, ja, hier so irgendwie hau drauf mäßig die Faust oder eher verteidigend, ja, so schutzmäßig halt dieses Schild. Das ist also auch so thematisch ein bisschen angelegt. Und dann haben wir hier noch so ein Fragezeichen, das ist natürlich einfach ein Wild, also das kann jede Energie repräsentieren. Und auf diesen Sidekick-Würfeln, daher quasi auch der Name, ist so ein kleiner Pon hier abgebildet. Das ist also der Sidekick, ein ja ganz Low-Level-Charakter. Der kostet auch nichts, um ihn dann wirklich ins Feld zu bringen. Hat eine Angriffskraft und eine Verteidigung, hier diese beiden Einsen. Ja, und damit startet man also am Anfang mit 4 Würfeln und dann zeige ich euch jetzt mal ja kurz beispielhaft, wie dann so ein Zug aussieht. So, und wir gucken uns jetzt noch einmal schnell die Teamzusammenstellung an. Hier seht ihr also Shield-Agenten Phil Coulson, dann der Shield Hellcarrier und Maria Hill. Ja, da seht ihr dann auch immer die Würfel dazu. Ja, wie viele Würfel man so einer Karte gibt, das ist auch Teil der Strategie. Diese Karten haben quasi immer einen Maxwert. Aber ja, ob da nun 1, 2, 3, 4, sage ich mal, drauf liegen, das ist dann auch einem überlassen. Dann haben wir hier Wasp und den Giant Man und darunter, ah, spiegelt ein bisschen, aber Nick Fury und Captain Marvel. Also hier mal ein bisschen versucht, viele Shield-Agenten zusammenzuführen und ein bisschen die Avengers. Und ja, hier seht ihr auch die Basic Action Cards, also die Aktionskarten hier von ja, Spieler 1 und 2 nebeneinander und hier dann die anderen beiden. Ja, und bei diesen Karten ist es natürlich so, dass ein Spieler 2 ja mit ins Spiel bringt, also insgesamt dann 4 Karten und die dürfen auch von den Spielern gemeinsam benutzt werden, während natürlich hier die Charakterkarten immer nur von dem jeweiligen Spieler benutzt werden können. Hier also Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon und Groot und darunter geht es auch gleich weiter mit Star-Lord und Gamora. Und hier seht ihr auch einmal, ja, so eine rote Fähigkeit, eine globale Fähigkeit. Diese globale Fähigkeit kann auch wieder von jedem Spieler verwendet werden. Da muss man also mitunter auch dann mal die Karten des Gegenspielers lesen. Und hier drüben haben wir dann Drax und Mondragon. Ja, da auch nochmal die Würfel. Und zum Schluss Starhawk und ja, Professor X. Hier seht ihr auch schon auf Englisch, ist aus einem älteren Set. Allerdings eine sehr starke Karte, wird auch überwiegend wegen dieser globalen Fähigkeit benutzt. Jetzt stürzen wir uns also einmal ins Getümmel und fangen hier an. Spieler 1 mit seinem Team
hat am Anfang also 8 Sidekick-Würfel in seinem Beutel. Und ja, wenn man dann anfängt in seiner, ja, Nachziehphase, zieht man 4 Würfel. In diesem Fall sind das natürlich nur 4 Sidekick-Würfel. Überraschung, wie könnte das sein? Dann würfelt man diese Würfel. In dem Fall haben wir jetzt hier 2 Blitzenergie, eine Maske und ein Wild gewürfelt. Wir können uns jetzt hier noch überlegen, nachzuwürfeln. Da können wir beliebig viele Würfel nachwürfeln, einmal. Müssen aber, wenn wir sagen, ich will 2 Würfel nachwürfeln, diese auch gleichzeitig würfeln. Also könnte ich erst eins und dann den anderen. Und jetzt schaut man mal, was hat man denn hier so für Teammitglieder? Was kosten die? Was hat man für Strategien? Da fängt natürlich das Spiel an, in die Tiefe zu gehen. Man kann natürlich sich einfach Charaktere raussuchen, hinlegen und probiert das mal aus. Aber viel bei diesem Spiel, wie auch bei diesen Spielen, wie kann auch nur als Beispiel wieder Magic bringen, ist natürlich Teil des Spiels, sich auch Gedanken zu machen, wie ist sein Team aufgebaut, was für Fähigkeiten ergänzen sich und, und. Also da kann man alleine natürlich schon drin wieder versinken und aufgehen, nur in diesem Teambuilding schon. Aber ich würde an dieser Stelle mal sagen, ich kaufe hier mit diesen beiden Blitzen, die ich dann in den Newspile hier liege, einfach mal so ein Shield-Agenten. Und ja, das ist natürlich wie immer auch bei diesen Deck-Building oder hier in dem Fall Dice-Building-Spielen so, wenn ich den Würfel kaufe, dann darf ich ihn natürlich nicht gleich benutzen, sondern ich muss ihn erstmal hier in die Ablage, in den Used-Pile legen und erst wenn dann alle Würfel hier aus meinem Beutel raus sind, dann kommen all diese Würfel wieder in den Beutel rein und ich kann dann Glück haben und bessere Charakterwürfel ziehen. Jetzt habe ich hier noch 2 Energie. Ich könnte jetzt hier noch einen anderen Würfel kaufen. Ich könnte diese Energie aber auch aufheben und ja, bestimmte Fähigkeiten aktivieren, denn manche Charaktere haben auf ihren Texten Fähigkeiten aufgedruckt, die man mit zusätzlicher Energie aktivieren kann. Und in Rot werden hier oft so globale Fähigkeiten dargestellt. Das zeige ich euch nachher auch noch da mal kurz in der Nahaufnahme. Diese globalen Fähigkeiten kann ja auch mein Gegner nutzen, auch wenn ihm die Karte nicht gehört. Und dafür kann man sich zum Beispiel auch Energie zurechtlegen. Ich spiele jetzt aber einfach mal straightforward, ob das nun so taktisch ist, sei dahingestellt, und kaufe mir nochmal für diese 2 Energie eine Maria Hill Würfel, der kostet mich 2 Energie. Dabei müsste 1 ein Schild sein. Da nehme ich also dieses Wild-Zeichen für Schild und Maske und setze hier jetzt einen Würfel wieder in den Newspile. Jetzt habe ich keine Würfel mehr, mit denen ich hier irgendwie was machen könnte. Keine Aktion, ich habe mir hier nichts beiseite gelegt. Ich habe keinen Charakter irgendwie gewürfelt, den ich hier hätte fielden können, also in die Feldzone setzen können, mit dem ich dann hätte angreifen können. Das zeige ich euch einfach gleich dann auch nochmal, wie sowas aussieht. Damit ist jetzt mein Zug vorbei und der Gegner ist dran. Hier, wie ich schon angedeutet habe, diese globalen Fähigkeiten, die jeder nutzen kann oder auch so andere Fähigkeiten, die könnte der Gegner jetzt auch in meinem Zug aktivieren. Da müsste man also immer gucken, willst du jetzt noch was machen, sonst wäre ich jetzt damit fertig. Das ist natürlich dann auch diese Feinheiten, die sich dann beim Spielen halt entwickeln. Am Anfang, wenn man da mal den einen oder anderen Fehler macht, sicherlich nicht so tragisch. Wenn man dann wirklich auf dem Turnier ist, sind das wirklich schon die Dinge, die dann den Unterschied ausmachen. Ja, also dann ist Spieler 2 dran. Kann ich ja auch einfach mal schnell machen. Auch hier wieder werden 4 Würfel gezogen, natürlich wieder Sidekicks. So, und jetzt mache ich das Ganze mal so, dass ich jetzt hier 2 Sidekicks gewürfelt habe und 2 Energie, nämlich Faust und ein Blitz. Ich habe aber hier hinten nur Charaktere, die mindestens 3 Energie benötigen. Also würfel ich diesen einen Sidekick hier nochmal nach. Verdammt, ist wieder nur ein Sidekick. War also für mich jetzt nicht ganz so erfolgreich. Dann werde ich mit diesen 2
Energiewürfeln einmal hier so ein, ja, so eine Basisaktion kaufen. Die kann man dann auch einsetzen, wenn man die zieht. Auch diese kommen erstmal wieder hier in die Ablage, in den Newspile. Und meine anderen beiden Sidekicks, die ich, oder meine beiden Sidekicks, die ich hier habe, die setze ich jetzt ins Feld, nämlich für 0 Aufstellungskosten. Die kosten mich also keine weitere Energie. Und jetzt kann ich überlegen, möchte ich damit angreifen oder möchte ich sie vielleicht lieber im Feld haben, um nachher damit blocken zu können. Ich, ja, beispielhaft greife ich jetzt mal mit einem Sidekick an. Der macht ja, wie vorhin erwähnt, einen Schaden. Jetzt gibt es hier niemanden, der blocken kann. Das heißt also, ein Schaden direkt am Spieler von 20 auf 19. Auch hier ist, je nachdem, wie man sich darauf einigt, so in einem ja, Turnier-Standardspiel, spielt man mit 20 Leben. Man kann auch sagen, man will nur mit 15 spielen, um das Ganze schneller zu machen. Jetzt also einen Schaden bekommen. Der Würfel, der durchkommt und einen Schaden macht, der kommt dann wieder hier in den Ablagestapel. Und mein Sidekick hier in der Feldzone, der bleibt jetzt einfach so lange bestehen, bis man damit was macht oder der vielleicht durch andere Effekte zerstört wird. Ja, mein Gegenspieler, der kann hier jetzt keine globalen Effekte ähnliches nutzen, denn er hat keine Energie, um sie dafür zu verwenden. Deswegen bin ich jetzt fertig mit meinem Zug und wir gucken uns jetzt wieder hier den Zug vom Spieler 1 an. Ja, da sind natürlich, wie sollte es anders sein, die anderen 4 Würfel noch im Säckchen. Die werden auch wieder gewürfelt und jetzt haben wir hier wieder nur Energie, 2 Masken und ja, ein Blitz und eine Faust. Ich würde jetzt vielleicht doch aber gerne mal noch so eine auch Sidekick-Würfel haben. Überlege ich gerade mal. Ich lege mal die hier beiseite. Würfel mal die beiden neu. Ah, leider kein Sidekick, aber dann hier so ein Wild gewürfelt. Naja, dann bleiben wir doch einfach mal bei der Taktik. Ich kaufe mir für diese 2 Energie wieder einen Maria-Hill-Würfel, der mich 2 Energie kostet. Also alles wieder in die Ablage. Und dann für die anderen beiden Energie, dabei muss mindestens ein Blitz dabei sein, wieder so ein Shield-Würfel. Ihr seht schon, jetzt habe ich hier auf jeden Fall nichts mehr im Säckchen. Wenn ich also dann wieder nachziehen muss, kommen all die Würfel rein und dann gibt es vielleicht auch schon Charakter. Gut, gehen wir also hier hinten nochmal ans Werk und würfeln. Diesmal auch beim ersten Mal kein Sidekick. 2 Schilde gewürfelt, ein Wild, also ein Fragezeichen, ups, ein Fragezeichen-Symbol und eine Maske. Jetzt würde ich, glaube ich, mir gerne mal was kaufen wollen. Und zwar, ich lege mal ein. Ich lege mal eine Maske zurück, um vielleicht noch so eine globale Fähigkeit zu aktivieren. Und dann kaufe ich mir für 3 Energie, eines davon muss mindestens ein Blitz sein, das ist hier durch dieses Fragezeichen-Symbol, ein Rocket Raccoon-Würfel hier hinten. Und ja, den Würfel lege ich natürlich auch wieder in die Ablage. Jetzt kann ich mich auch wieder entscheiden, möchte ich jetzt angreifen mit meinem Sidekick hier oder den lieber zur Verteidigung lassen. Ich würde sagen, ich ja, lasse das mal und ja, dann ist der Gegner an sich wieder dran. Ich kann jetzt schon oder vielleicht auch noch her auch eine globale Fähigkeit spielen. Das mache ich jetzt einfach jetzt mal und zwar habe ich hier einen Professor X. Und der hat eine globale Fähigkeit, die wie gesagt auch der Gegner nutzen kann. Wenn ich eine Maske bezahle, dann kann ich 2 von meinen Sidekick-Würfeln, ja, von meiner Ablage in die ja, Vorbereitungszone legen. Eine weitere Zone hier, zu der wir dann auch gleich kommen werden.
So, das habe ich also gemacht. Ich greife nicht an. Und so ist ja der andere Spieler wieder am Zug. Ja, keine Würfel mehr im Säckchen. Also kommen die alle hier rein. Schön schütteln. Ja, schön schütteln, wie gesagt. Und dann werden wieder vier Würfel nachgezogen. Ah, so. Und jetzt, wie ihr hier seht, hatte ich schon mal das Glück, dass ich so ein Maria Hill und ein Shield-Würfel gezogen habe. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch nur noch schön vielleicht auf die Charakterseite würfeln. Oder jetzt in dem Fall hier zwei Energie. Ihr seht schon, mit diesen Charakterwürfeln hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, mehr Energie zu generieren, um eventuell dann auch teurere Charaktere zu kaufen. So, jetzt habe ich hier ja die gute Maria auch gewürfelt in ihrem Level 2. Das sieht man dann wieder auf der Karte, nämlich 0 Aufstellungskosten, jeweils 2 Angriff, 2 Verteidigung. Ja, und ihre Fähigkeit, die wir vielleicht auch schon sehen konnten, die besagt nämlich, wenn du Maria Hill das erste Mal in einem Zug ziehst, darfst du einen anderen Charakter mit einem Schildenergie von deiner Ablage neu werfen und in deine Reserve legen. Jetzt gibt es hier leider keinen Charakter, also ist dieser Effekt in dem Falle nicht ganz so vielversprechend. So, das heißt, ich werde jetzt einfach mal den hier nochmal neu würfeln. Ach, leider keinen Erfolg gehabt, aber ich habe damit 4 Energie zur Verfügung und ich kaufe einfach mal einen Giant-Man-Würfel davon. So, dann gehe ich hier mit der guten Maria in die Feldzone. Das kostet mich nämlich keine Energie, denn sie hat eine 0 Aufstellungskosten hier in der Ecke. Und jetzt greife ich damit einfach mal an, um das auch mal zu simulieren. Und ja, wenn ich hier angreife, dann kann mein Spieler, sobald er noch Würfel hier in seinem Feld hat, auch blocken. Und dann werden sich diese beiden Würfel hier bekämpfen. Und zwar ja simultan. Was bedeutet, mit einem Angriffswert von 2 macht sie 2 Schaden auf den Verteidigungswert von dem Sidekick 1. Damit ist der Sidekick dann auf jeden Fall K.O. geschlagen. Und der Sidekick macht 1 Schaden. Maria hat hier allerdings 2 Verteidigung, wird also nicht K.O. geschlagen. Und hier auch in bester Magic-Manier, um den Vergleich nochmal zu bringen, geht kein Schaden an den Gegner. Das Ganze wurde also geblockt. Hier gibt es dann auch wieder Spezialfähigkeiten, die dann Schaden durchlassen, aber normal nicht. Ja, unser Sidekick ist jetzt K.O. geschlagen worden, kommt also hier in dieses K.O.-Feld und rutscht damit nachher dann in die Vorbereitungszone. Sie kommt wieder zurück in die Feldzone, hat also diesen Sidekick K.O. geschlagen. Und dann geht es mit dem Gegenspieler wieder weiter. Ja, und das Tolle jetzt nämlich hier, warum ich auch mit der globalen Fähigkeit 2 Sidekicks in die Vorbereitungszone gelegt habe und jedes Mal, wenn ein Charakter oder Sidekick K.O. geschlagen wird, kommt er auch in diese Zone, ist, dass wir erstmal wieder unser Säckchen hier füllen, regulär 4 Würfel nachziehen. Zack, 1, 2, 3, 4 und dabei sogar gleich den Rocket Raccoon gezogen haben. Sehr schön. Und jetzt können wir zusätzlich noch alle Würfel, die in der Vorbereitungszone waren, dazu würfeln. Ich würfel jetzt also nicht mit 4 Würfeln, sondern mit 7 Würfeln. Und ja, damit kann man natürlich mehr Energie würfeln oder auch mehr Charaktere und so mehr kostenintensivere Charaktere oder eine kleine Armee von kleinen aufbauen. Und ja, da habe ich jetzt hier den Rocket Raccoon auch schon gleich mal erwürfelt und hier jetzt einen Sidekick und 5 Energie und kann mir dann sogar auch gleich, wenn ich möchte, mit 5 Energie einen anderen Charakter kaufen.
Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, wissen wir nicht, aber ich kaufe hier einfach mal Mondragon. Die 5 Energie werden also hier rübergelegt und dann kann ich hier diese beiden Sachen ins Feld setzen. Die kosten mich nämlich jeweils 0 Energie, kann das also auch machen. Ich lasse die jetzt hier einfach mal auch erstmal in der Feldzone. Ja, und dann wäre mein Gegner wieder dran. Und so wird hin und her gekämpft, bis also einer dann hier bei 0 Lebenspunkte angelangt ist. Und ja, so wird das Ganze also gespielt. Dann hoffe ich also, dass ich euch einen groben Einblick über die Spielmechaniken von Dice Masters hier zeigen konnte. In dem Fall also Marvel Dice Masters. Und also so vom Grundfeeling her ist das wirklich relativ einfach. Man hat hier ja auch nochmal diese Übersicht von den einzelnen Phasen. Nachziehphase, Würfelphase, Hauptphase, wo man seine Aktionen durchführt, neue Würfel kauft und dann in den Angriff geht, dann aufräumt und so weiter. Das ist relativ simpel. Hier steckt natürlich dann der Teufel auch wieder im Detail, weil natürlich die vielen unterschiedlichen Charakterfähigkeiten, die wir ja auch schon mal so ein bisschen anteasern konnten hier, und da gibt es noch jede Menge mehr, die machen das natürlich dann so komplex. Wie greift das jetzt ineinander? Was kommt vielleicht vorher? Was passiert da und hier und da? Da muss man dann wirklich manchmal ein bisschen grübeln oder nachgucken oder sich irgendwie auf was einigen. Aber jetzt so im Groben hat es vom Einstieg her wirklich keine große Hürde. Und ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, thematisch ist das auch schon in anderen Universen hier verbreitet, wie hier jetzt Marvel, und das gibt es jetzt auch im Deutschen. Aber auch die gute Sophia hat ja in ihrer Talkrunde zu ihren Lieblingsspielen die Dungeon and Dragon Dice Master Variante mal kurz vorgestellt. Da gibt es mittlerweile auch schon zwei Grundsets und natürlich auch wieder hier solche Booster dazu, macht das Ganze natürlich mehr in den Fantasy-Bereich. Dann gibt es Yu-Gi-Oh! Noch, ne? Und die Sachen auf jeden Fall erstmal nur im Englisch. Und neben der anderen großen Comic-Sache hier Marvel, natürlich auch im DC-Universum. Da gibt es auch schon 2, 3 eigene Starterboxen und natürlich auch wieder jede Menge Booster. Ihr seht auch schon, das kann natürlich auch ein Knackpunkt an der Sache sein. Wenn man das dann ein bisschen weiter verfolgt, muss man sich schon auch mehr auseinandersetzen. Na klar, man kann jetzt wie bei Magic auch sich so ein Dual-Deck holen. Hier so quasi eine Starterbox, da kann man gut reinschnuppern und spielt natürlich dann hier nicht mit so einem 8-Charaktere-gegen-8-Charaktere-Team. Da spielt man erstmal nur 2, 3 Charaktere und man wird auch erstmal am Anfang wahrscheinlich nicht mit so einem großen Team spielen. Da fehlt dann auch die Übersicht. Da empfehle ich auch erstmal vielleicht mit 4 bis 6 Charakteren, wenn man neben den Starter-Sets sich dann vielleicht schon ein paar Booster geholt hat. Gerade durch diese Vielzahl an unterschiedlichen Fähigkeiten wird es natürlich dann auch irgendwann unübersichtlich. Und man muss dazu auch sagen, die kommen hier in diesem Boxen- und Booster-Package. Man muss das auch irgendwie unterbringen. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel so ein Schnellhefter aller Sammelkarten. Da sind also dann hier so die Karten geordnet drinne. Und die Würfel, die wiederum muss man ja auch irgendwo hinpacken. Und da hatte ich jetzt das große Glück, dass ich auch schon den Vorgänger dieses Spiels besessen habe. Und zwar ist das Quarriors. Und Quarriors kommt, kann ich euch auch gleich nochmal kurz zeigen, in einer anderen Verpackung. Aber Erweiterung von Quarriors haben dann hier diesen Karton, wo diese Würfel reinpassen. Und da Quarriors auch von den gleichen Autoren ist und so die Grundidee quasi auch weiterführt bei Dice Masters, gibt es hier diese tollen Boxen mit diesen Trays. Die gibt es dann auch schon für Dice Masters, auf jeden Fall im Englischen, gibt es solche Special Boxen. Da kann man dann um die 300 Würfel quasi reinpacken. Ja, jetzt aber nochmal ganz kurz hier zu dem Urvater dieses Spiels. Und zwar hier so eine Würfelbox. Formbox, nämlich Quarriors, kann man sagen, Dominion im Fantasy-Bereich mit Würfeln, also auch hier wieder der Mechanismus, wir haben Karten und die Würfel, mit diesen Würfeln
müssen wir quasi wieder unseren Würfelvorrat in unserem Säckchen bilden und ziehen dann. Und das aber hier ja einfach so fantasymäßig ausgedachte Figuren. Da gibt es dann, wie gesagt, auch mehrere Erweiterungen. Wer das also nicht kennt, aber, sag ich mal, das Prinzip vielleicht von Dice Masters total cool findet, aber sich sagt, oh Mensch, so viele Sammelkarten will ich eigentlich gar nicht. Hier, Quarias ist sozusagen abgeschlossen. Da gibt es nicht 1000 Booster, da gibt es noch 2, 3 Erweiterungen mit neuen Würfeln. Dann würde ich das hier auch mit dieser Erweiterung Quartifacts empfehlen. Da gibt es nämlich sogenannte noch Quest-Sachen. Kriegt das Spiel noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Muss man mal gucken, gibt es Deutsch-Englisch? Müsst ihr mal schauen, ob er da rankommt. Und ja, ansonsten, wenn er natürlich sagt, boah, Sammelkarten und Würfel und Superhelden oder vielleicht mehr ein bisschen in dem Fantasy-Bereich, dann halt noch in Englisch die Dungeon and Dragon Sache. Vielleicht kommt das auch irgendwann noch im Deutsch, da kann ich leider nichts zu sagen. Dann sollte man sich das hier wirklich mal angucken. Da würde ich empfehlen, kauft euch so eine Starterbox. Und wenn ihr schon so ein Feeling dafür hat, dass das euch gefallen würde, würde ich fast schon sagen, 10 bis 20 Booster vielleicht dazu, wenn das euer Budget zulässt. Diese Booster kosten, ja, je nach Laden so 1,50 bis 2 Euro. Und natürlich ein Punkt, den ich jetzt schon auch mehrmals angesprochen habe, ist halt ja dieser Sammelaspekt, diese Booster hier. Und da möchte ich es mir jetzt natürlich auch nicht nehmen und hier mal 2 so eine Päckchen aufmachen, dass ihr auch mal seht, wie sieht das eigentlich so aus, wenn das da rauskommt. Hier also einmal Age of Ultron und Spider-Man. Zeige ich euch hier also. Ja, die kriegt man also hier in so einer Blisterverpackung. Kann man hier lässig aufreißen. Und dann sind da immer 2 Karten, 2 Würfel drin, noch so eine Stabilisierungspappkarte, damit das Ganze hier ein bisschen stabiler ist. Ja, und hier haben wir schon einen Würfel, den wir kennen, Starhawk. Also ihr seht schon, das kann natürlich auch passieren. Ganz nett an der Sache ist hier, man sammelt natürlich einmal die Karten, weil die gibt es meist so in 3 unterschiedlichen Ausführungen. Und dann benötigt man diese Würfel allerdings auch natürlich. Oft werden diese Charakterkarten maximal 4 von diesen Würfeln aufnehmen können. Also in einem Team kann man dann den Charakter mit maximal 4 Würfeln spielen. Und so braucht man auch manchmal die Karte nicht, freut sich aber, dass man den Würfel nochmal hat. So, und den Würfel kennen wir jetzt hier noch nicht, aber schauen wir mal, was sich da für Karten hinter verbinden. Hyperion, also hier der eben gezeigte Würfel, auch wieder eine Teamwatch-Fähigkeit. Wenn du einen Charakter mit gleicher Gruppenzugehörigkeit wie Hyperion ausstellst, füge einem Schurkenwürfel 2 Schaden zu. Ja, das sind also dann Schurken haben dann hier statt diesem Avenger-Zeichen dieses Schurkensymbol, das ist in dem Fall dann das Hydra-Abzeichen. Und hier haben wir dann Starhawk und das ist also auch schon die Ausführung, die wir ja eben in dem Team gesehen haben. Gut, jetzt machen wir aber mal hier nochmal so ein Amazing Spider-Man Booster auf. Da haben wir ja noch eigentlich nicht viel gesehen, was da so geht. Oh, und hier sehen wir schon, wer sich da vielleicht ein bisschen auskennt, dieser Stab, vermute ich mal ganz stark, das wird ein Kingpin-Würfel sein. Und Kingpin ist also auch schon im Starter-Set enthalten. Hier, da seht ihr den. Also ist hier so eine weitere Kingpin-Variante dabei. Und was haben wir hier? Ja, so einen Löwenkopf. Mal sehen, wer sich dahinter verbirgt. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee. Genau, Kraven. Dieser Wildhunter oder was. Und gucken wir mal. Hier seht ihr also auch dieses Schurkensymbol. Und er gehört auch noch zu den Sinister Six hier in diesem Fall. Diese Schurkenvereinigung. Und zwar, wenn aufgestellt, Kraven fügt jeden gegnerischen Spider-Man-Charakterwürfel 2 Schaden zu. Also auch hier diese Spider-Man-Zugehörigkeit ist natürlich jetzt hier neu bei Amazing Spider-Man verstärkt natürlich vorzufinden. Und hier haben wir den guten Kingpin. Ihr seht schon, oh, 7 kostet die Karte. Und ja, wenn Kingpin Schaden erleidet, wähle einen Spieler, der 2 Schaden erleidet. Er kann diesen Effekt verhindern, indem er einen Charakter opfert oder einfach 2 Energie ausgibt. Ja,
Also habt ihr mal gesehen, wie sich das hier so anfühlt? Das ist natürlich ein großer Teil. Hat man mehrere Päckchen, hat man viel Freude daran, das Ganze dann hier aufzureißen und zu schauen, was geht. Und dann würde ich euch natürlich auch gerne nochmal hier auch den Inhalt dieser Starterbox ein bisschen näher bringen. So werde ich also wahrscheinlich peu à peu da auch mal kurze Videos machen, zu zeigen, was ist denn da drin in der Box. Also keine Angst, neben X-Wing und noch ein paar anderen Sachen würde ich hier euch auch gerne diese Dice Master Sachen nochmal ein bisschen näher bringen. Dann kriegt ihr vielleicht auch einen Eindruck, ach Mensch, dieses Starter Set ist was für euch oder dieses nicht. Da könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, mit was ich vielleicht anfangen soll. Also ich habe hier, wie gesagt, Age of Ultron, dann dieses Avengers vs. X-Men oder das Amazing Spider-Man Set. Da würde ich euch also gerne mal den Inhalt noch ein bisschen genauer zeigen. Schreibt doch mal rein, welches Set würdet ihr vielleicht euch dann als erstes wünschen. Dann kann ich das gerne berücksichtigen. Ganz neu jetzt, also ihr seht schon, hier kann man viel erzählen bei Dice Masters, da ist viel los. Ganz neu wurde jetzt auch angekündigt von WizKids, also auch erst im Englischen soweit erhältlich. Vielleicht kommt das aber auch dann im Deutschen raus, ist Turtles. Und hier haben sie interessanterweise, deswegen habe ich hier auch Quarriors eben nochmal gezeigt, die tolle Idee wieder gehabt, wir kommen wieder weg von diesem Sammelkarten-Sammelwürfel-Aspekt. Muss man ja auch immer sehen, viele Leute schreckt sowas auch ab und haben also Turtles Dice Masters wieder als eigenständig große Box, auch hier, wo man die Würfel so schön unterbringen kann, rausgebracht oder bringen das Ganze raus. Und da sind dann alle Charaktere und alle Würfel in dieser Box, die kauft man also einmal, hat es, ist natürlich auch wieder kombinierbar mit den anderen Spielen, jedenfalls gehe ich davon stark aus. Und hier kann man das Ganze dann ja ohne Probleme spielen. Man hat alle Sachen, man hat nicht das Gefühl, oh Mann, die Karte würde ich eigentlich gerne haben wollen, der Vollständigkeit halber. Und wer also auf Turtles spielt, steht und dieses Spielprinzip, kann da also vielleicht noch ein bisschen warten und kann dann Dice Masters auch genießen und dann ja im Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ihr seht schon, hier ist also viel möglich. Mir bereitet das wirklich viel Freude, einerseits sich mit den unterschiedlichen Charakteren auseinanderzusetzen, Strategien zu entwickeln, dann wirklich auch das Ganze zu spielen und zu gucken, was kann man da machen, wie kann man das optimieren, was läuft gut. Und natürlich muss man hier sagen, ist das Ganze immer noch ein Würfelspiel. Man muss die Würfel also auch dann ziehen. Nützt ja nichts, wenn man sie nur gekauft hat. Und da muss man auch noch gut würfeln, was auch wieder ganz anders angenehm ist, wenn man mit Leuten spielt, die das vielleicht noch nicht so gut können, können die natürlich trotzdem was reißen, wenn sie im Würfeln gut klarkommen, sage ich mal. Ansonsten ist es natürlich schon so, wenn man sich sehr doll mit Dice Masters auseinandersetzt und bestimmte Kartenkombinationen schon auch stärker sind als andere, hat man sicherlich einen Vorteil. Wenn man aber ganz casual-mäßig das sieht und Spaß einfach an den Charakteren hat, dann muss man das nicht so verbissen sehen und dann ist das auch relativ schnell runtergespielt und ja, hat damit jede Menge Spaß. Dann hoffe ich, es hat euch insofern gefallen und ihr habt vielleicht Lust auf das Spiel bekommen oder sagt, oh mein Gott, nicht noch so ein Kartenwürfelspiel, wo ich 1000 Sachen sammeln muss. Danke, dass ihr darüber gesprochen habt. Ich bin da sozusagen für alles offen. Mir macht es viel Spaß. Mir macht es Spaß, die Sachen zu sammeln, damit zu spielen. Ich kann aber auch total nachvollziehen, dass man da nicht so viel Geld drin versenken will und sagt, oh, lieber fange ich damit gar nicht erst an, bevor ich nachher alles gekauft habe und dann weinend zu Hause sitze in einem Riesenberg voller aufgerissener Boostern. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und bis demnächst.